Fragen des Wachens. Ich erwachte. Wieder hatte ich von einer Konklave geträumt in einem beengten Raum, während der Mond wie ein bedrängtes Herz an den Horizont wankte. Welche Macht hat der Tod über dies gelöste Atmen? Ein hohler Schrei dringt aus dem Obstgarten, ein mühsames Einatmen, als ränge etwas um Luft. Dies ist die Last der Träume. Jeden Morgen liegt zerschmettert ein Tier auf der Straße. Opossum, Eichhorn, Waschbär. Ihre Körper sind störend, wie Hundegebell, das nach Sirenen klingt. Ein atavistischer Chor, angestimmt von sprachloser Aufregung. Es gibt hier kein Entkommen vor dem Gefühl des Tiers. Wer wird einem verdenken, dass man sich unzulänglich fühlt, wenn man nur schlief, um eine Stunde Alleinsein zu vermeiden? Ich wache zwischen Mauern, die nichtssagend sind wie Träume. Bis zum Augenblick der Erkenntnis begnüge ich mich mit diesem dumpfen Vorbeigleiten der Fantasie, als wäre damit schon getan, was getan werden muss. Dann knirschen die Autos vorbei, die kaputten Auspufftöpfe dröhnen und der Hahn ergießt seine Stimme in die umliegenden Höfe. Wozu sich wehren gegen Begegnung von Wahrscheinlichkeit und Tod? Dem Erntemond rund und geschwollen ist das orange Licht ausgegangen. Er muss im nächsten Jahr wiederkehren.